das Regionale, das hat schon seinen Sinn. Und ich glaube, dass das für uns extrem wichtig ist, dass wir junge Leute haben, die so denken. Das ist unsere Zukunft im Grunde. Wir lassen ja 1 Tonne Lebensmittel pro Jahr durch unseren Körper. Das ist ganz schön viel und das macht natürlich einiges mit uns. Wow. Wir Sportler wissen natürlich, was das auch mit unserem Körper teilweise macht. Am Anfang, ich habe fast verzockt. Es gibt ja Angebot, dass da fast die Sicherung schmeißt. Deshalb ist man eigentlich als Konsument ganz schön gefordert, dass man wirklich die richtigen Entscheidungen trifft. Da muss man wirklich wollen und wir animieren halt, dass man will. Und ich finde, das mit der Kennzeichnung, das gehört noch viel klarer gemacht. Das Bewusstsein der Menschheit wird immer mehr und mehr auf Qualität hin, hoffe ich. Wir leben in einem reichen Land, wir können es uns zum Teil leisten. Und 20-30% der Bevölkerung wird es immer geben, die einfach schauen, das Billigste nehme ich und fertig. Das ist vielleicht auch nicht anders können, kann auch sein. Aber die anderen müssen wir abholen. Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und heute bei mir zu Gast ist der ehemaliger Skirennläufer, sehr erfolgreicher in Österreich und mittlerweile Co-Kommentator auf ORF. Ich freue mich voll, dass du da bist, Hans Knaus. Dankeschön, der Einladung. Servus, grüß euch. Voll gut, wir haben ja nicht weit eigentlich. Du bist ein gebürtiger Schladminger, lebst mit deiner Familie in Schladming. Ja. Und wir als Verein Landschaft Leben sitzen ja in Schladming, also haben wir heute einmal nicht weit gehabt. Ein Heimspiel sozusagen, wunderbar. Genau. Jetzt muss ich ein bisschen was herholen aus meiner Vergangenheit, weil wo ich die das erste Mal eigentlich live gesehen habe, da war ich in Schladming, ich bin in Schladming in die Skihundelschule gegangen und da hast du trainiert bei der Laufbahn, Schnellkraft oder was und ein bisschen Skippings hast gemacht und so. Aha. Und dann ist irgendwer durch das ganze Heim gerannt und hat geschrien, der Hans Knaus trainiert. Das war so Mitte der 90er oder sowas. Herrlich. Dann sind wir, glaube ich, wir Mädels haben genau da unseren Trakt gehabt und ein Riesenfenster. Vor dem Fenster ist so ein Schreibtisch gewesen und da sind wir dann alle aufgesprungen und dann, glaube ich, waren 20 Mädels, die was runtergestarrt haben und sie dachten, der Hans Knaus ist unten. Herrlich. Das, was ich gewusst hätte, weißt du, ich hätte noch ein paar Übungen mehr gemacht. Ja, ich glaube, du hast aber ein paar Fleiß abgemacht. Ja, genau. Ihr Mädels habt es mir aber schon motiviert. Anscheinend. Aber schön, dass man sowas hört, nach so vielen Jahren. Ja, das war. Immer wieder lustig. Ja, es ist, ich glaube, als junger Sportler oder sowas, wenn es nachher da war es, glaube ich, also da war es so gerade, wenn es nicht da schon ein Weltcuprennen oder so gewonnen hast. Und wir waren natürlich unglaublich begeistert. Jeder will dort hier eigentlich, wo man dann eigentlich natürlich, sind. Ja. Irgendwie noch schon herrlich, wenn man in der Liga ist, dass man auf einmal Vorbild ist für andere. Das war auch immer mein Traum. Ich habe auch so, wenn ich irgendwo so einen Weltcup-Läufer gesehen habe, auf der Planei natürlich früher oben, Franz Klammer, Sepp Wolcher von uns da und so, die habe ich mir gar nicht anreden traut. Ja, der Respekt war so groß. Ja. Und ich war aber jetzt nie ein großartiger Autogrammjäger, aber ich habe mir immer gedacht, ich möchte auch einmal, dass die Leute so auf mich aufschauen. Und das hat mich schon oft einmal ein bisschen angespannt. Das muss ich echt zugeben. Also das war mir schon wichtig, dass ich spüre, dass die Leute dann mitleben. Und wenn ich natürlich das gewusst hätte, dass da 20 Dirndln da oben zuschauen. Hättest du wahrscheinlich ein Foto gemacht, wenn es ein Handy gäbe. Genau, ja. Ziel erreicht, würde ich nur sagen. Ja, genau. Voll schön. Und wie gesagt, hast du das, glaube ich, einfach wirklich voll gut gemacht auch für die Menschen, weil ich nehme die jetzt zum Beispiel als Co-Kommentator einfach voll als gewinnende Persönlichkeit wahr. Ja, danke. Ja. Einfach immer ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Sonnenschein, wo man einfach immer das Gefühl hat, du bist ja einfach positiv im Leben eingestellt. Das bin ich schon absolut positiv eingestellt. Ich mache einen schlechten Tag, hat jeder mal oder ein bisschen grantig sein, das schaut nicht, aber bei mir dauert das meistens nicht länger wie ein paar Stunden, weil man dann denkt, was soll es eigentlich, alles Luxusprobleme, die wir haben. Ja. Aber nein, so der ganze Zugang war sehr positiv und ich habe einfach alle Leute mitleben lassen. Rund um mich herum oder sei es eben auch die Fans, ich habe wahnsinnig viel Zeit, immer Kitzbühel oder dort und da. Ich habe es aber auch genossen. Und ich glaube, wenn in Kitzbühel keine Zuschauer gewesen wäre, hätte ich die Abfahrt nicht gewonnen. Die haben mich schon irgendwie gepusht und so weit gebracht, dass ich mich wie ein Wahnsinniger die Streife da runterstürze. Und von dem her, die Leute haben mir was gegeben, das ist auch heute noch so. Und ich glaube, ich gebe schon ab und zu was zurück. Und
ein Geben und Nehmen im Auf Leben. Auf jeden Fall. Und wenn es der legendäre Sieg in Kitzbühel war, dann war es wahrscheinlich das schon. Ich muss echt sagen, das ist, glaube ich, also ich finde immer für einen Abfahrer in Österreich ist das, glaube ich, mehr wie ein Olympiasieg, oder? Ja, also, es ist so. Es ist nicht nur für einen Österreicher. Mir hat der Bernhard Russi, eine Skilegende aus der Schweiz, einmal gesagt, er wird einen Abfahrtsweltmeistertitel mit mir tauschen, wenn er die Streife hält. Wow. Weil er einfach über Jahre gesehen hat, dort ist der Remi Demi, da geht es runter, die verändert sich nicht großartig, die Streife, die ist einfach die schwierigste Strecke der Welt. Und von dem her habe ich dann gesagt, nein, Bernie, das kannst du da gehalten. Und ich gehalte mir rein. Genau so ist. Voll super. Naja. Und du bist ja, also Kitzbühel einerseits, aber du bist natürlich in der Welt voll viel herumgekommen, immer noch. Jetzt interessiert mich natürlich als Landschaft leben. Wie schaut es kulinarisch aus? Wo bist du daheim? Taugt da die österreichische Küche voll oder hast du eigentlich durch dein Herumreisen andere Esskulturen ein bisschen kennengelernt, die dich auch voll faszinieren und da auf die Fühle schmecken? Schon, das stimmt schon. Also die Esskulturen, andere, mit denen habe ich mich eigentlich in den letzten Jahren so angefangen, das beschäftigen. Die letzten Jahre meines Daseins als Skirennfahrer, sage ich, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Mhm. Aber nachdem ich viel reise, ist es nach wie vor eigentlich ähnlich wie früher. Österreich ist meine Grundlage, was die Nahrung betrifft. Und auch die Amerikaner, Skifahrer und all was daherkommen, also die freuen sich schon auf unsere Küche. Ist natürlich schon großteils sehr deftig. Die essen halt meistens jeden dritten Tag ein Schnitzel dann, weil das unglaublich schmeckt. Mhm. Und das ist aber auch so einfach ein guter heimischer Geschmack. Aber es ist für mich schon, ich sage nur, die Rennen in Gröden, Alta Badia, Südtirol, das ist so die herrliche Mitte zwischen der mediterranen Küche und der alpenländischen, sage ich jetzt einmal. Und dort sind wir schon immer sehr gut aufgehoben, wo ich sage, Gerstl-Risotto zum Beispiel, so Sachen kriegst du bei uns oft relativ selten. Da unten ist das oft einmal an der Tagesordnung. Und da bin ich schon sehr gern, was die Nahrung betrifft, obwohl Japan früher für mich zum Beispiel ein Graus war. Ich habe nicht gewusst, was ich in Japan essen sollte. Die haben probiert, uns Europäern da irgendwie zu bekochen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich mir getraut, dass ich in der Früh schon in den Reistopf reingelang, dass ich einfach die Sachen esse, diese Suppen, was da so in die Länge ziehen, dass ich das esse, was die Japaner selber essen. Und ich habe mich echt verliebt in das Essen. Und Sushi ist dann natürlich auch dazugekommen irgendwann. Als junger Mensch habe ich keinen rohen Fisch gegessen und irgendwann ist das halbe mehr geworden. Muss schon sagen, aber es muss der Platz passen, wo du sowas isst. Mhm. Bei uns ist das natürlich oft einmal einfach nicht die Qualität. Wenn man es von Japan kennt, dann ist die Küche schon auch gut. Und die leben schon auch gesund und gut. Viel Fisch und Reis halt. Genau, du bist ein Fischfan, wie ich weiß. Ja, das ist natürlich, Fisch ist echt was ich mehr esse, wenn ich unterwegs bin. Weil ich mir denke, bei uns, ab und zu ist ein Bachforellen, ein Saibling esse ich gern, aber ansonsten, ich habe mich übers Training mit Nahrung beschäftigt und da haben wir gesagt, ja, du musst mehr Eiweiß essen. Und der Meeresfisch ist einfach eiweißreicher angeblich, wie der heimische Fisch bei uns. Und da habe ich geschaut, dass ich da möglichst eiweißreichen Fisch daherkriege. Das ist gar nicht einfach in einem Land wie bei uns, weil da sind wir halt gleich einmal beim Eingefrieren natürlich und die Qualität dann nicht die, wie man es hat, irgendwie, wenn man am Meer irgendwo auf Urlaub ist. Und darum bin ich eher so, dass wenn ich in Österreich unterwegs bin, bin ich Fleischesser, ich esse einfach leidenschaftlich gern Fleisch. Und wenn ich die Möglichkeit habe und irgendwo unterwegs bin, Meeresnähe, dann schaue ich, dass ich ein Fisch esse. Ja. Wir lassen ja 1 Tonne Lebensmittel pro Jahr durch unseren Körper. Das ist ganz schön viel und das macht natürlich einiges mit uns. Wow. Wir Sportler wissen natürlich, was das auch mit unserem Körper teilweise macht. Das heißt, wir nehmen die Ernährung einerseits und dann ist Training, um das auf unseren Körper zu übersetzen. Ja, genau, ja. Das war, glaube ich, bei dir schon auch da im Training. Weiß ich nicht, ist jetzt mehr geworden? Weil du hast ja eine Tochter, die was jetzt auch wieder voll im Rennzirkus ist, die was in deine Fußstapfen tritt. Ja, Gott sei Dank, meine Tochter zum Beispiel und der Bub, die lernen sich der Schule. So, Frau, das hat es bei uns damals nicht wirklich gegeben. Also ich habe mich echt einfach, als 25-Jähriger habe ich mich mal intensiv damit beschäftigen angefangen, weil ich durch ein bisschen Übertraining, falsches Training und falsche Ernährung so einfach einen unglaublich hohen Harnsäurewert gehabt habe und Gelenkschmerzen gekriegt habe, ein bisschen beim Training ausgesetzt und gemerkt, hoppala, da stimmt was nicht. Und von dort weg habe ich angefangen, halt weniger panierte Sachen essen. Schweinefleisch esse ich wenig, muss ich zugeben. Mehr Geflügel, also Hühnerfleisch,
Rindfleisch. Und von dort weg, muss ich sagen, habe ich aber auch gemerkt, das tut meinem Körper gut. Und ein bisschen darauf geachtet, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Aber trotzdem, was mir blieb ist, ich bin Fleischesser und is eigentlich alles quer durchs Gemüsebeet, wie man so schön sagt. Aber ich bin keiner, der irgendwo extrem ist. Und trotzdem muss ich sagen, zum Beispiel ein einfacher Löffelkäse, wie man so schön sagt, so ein Cottage Cheese, das ist eine Energiebombe und das merkst du beim Training, ob du jetzt was Vernünftiges gegessen hast oder nicht. Also voll wichtig eigentlich, dass man sich das einfach auch herhält, was macht es mit deinem Körper und ist gesund so ist oder was hast du eigentlich auch vor, bedarfsgerecht einfach zu essen. Das ist auch zum Beispiel was, was wir immer plädieren, dass man einfach schaut, was tue ich eigentlich. Wenn ich den ganzen Tag sitze, dann habe ich einen anderen Nahrungsbedarf, wenn ich einfach voll im Training bin oder wenn ich irgendwas mit meinem Körper... Das ist eigentlich mein Glück, dass wenn ich nichts trainiere, habe ich nicht so einen großartigen Hunger wie sonst, wenn ich richtig reinarbeite und trainiere, weil ich glaube, sonst hätte ich schon so einen Bauch. Genau, ja, ich habe mir das auch, wie ich aufgehört habe, da war ich so um die 18, da ist es auch so, dass du eigentlich auch als Mädel normal oft... Wenn du nachher auf einmal nichts mehr tust oder weniger trainierst, schon ein bisschen zunimmst, dann habe ich dann gleich einmal gemerkt, dass ich jetzt so nicht weiter essen kann wie mit dem Training. Ja. Und ich habe das eigentlich, ich glaube, das ist eher eine Faustregel, einfach die man sich immer hernehmen kann. Mhm. Wenn man viel isst, muss man viel trainieren. Und wenn man eben einfach sich wenig bewegt, dann muss man weniger oder soll man weniger essen. Und da kann man froh sein, wenn man so einen natürlichen Zugang zu dem Ganzen hat, dass es einfach so ist, wenn ich weniger gearbeitet habe oder weniger da habe, habe ich nicht so einen Hunger. Genau. Das ist eigentlich, dass man es im Körper spürt. Gell? Und als Sportler natürlich. Ja. Spürt man das wahrscheinlich? Das ist unser Glück, dass wir über den Sport schon gelernt haben, wie man ein bisschen umgeht damit und dass man auch sieht, wie der Körper reagiert. Für mich ist das total unerklärlich, wenn jemand sagt, jetzt habe ich in einer Woche Urlaub 5 Kilo zugenommen. Boah, 5 Kilo! Das ist eine Welt für mich. Also ich steige jeden Tag auf die Waage, weil es mich einfach interessiert, so mit dem Trainieren. Und ich nehme ja eher zu, wenn ich viel trainiere. Das heißt, wenn ich viel Kraft trainiere und so und entsprechend dazu is, das ist auch nach wie vor noch. Muskeln sind schwerer wie Fett. Bin ich eigentlich ein bisschen stolz, wenn ich 2 Kilo zugenommen habe dann. Ja. Genau, da ist ein bisschen umgekehrt. Ja, spannend. Genau. Wie ist eigentlich bei dir, kaufst du ein? Gehst du einkaufen? Schaust du, auf was schaust du, wenn du gehst? Also eigentlich im ersten Lockdown habe ich angefangen, dass ich fast täglich einkaufen gegangen bin oder spätestens jeden zweiten Tag, halt, sagen wir so, für meine Schwiegerleute und für uns selber daheim, damit wir wirklich da ein bisschen aufpassen. Und da bin ich derjenige gewesen, was sie immer in die verschiedensten Supermärkte geschmissen hat. Am Anfang, ich habe fast verzockt. Es gibt ja Angebot, dass da fast die Sicherung schmeißt. Und irgendwann kommst du dann drauf, wie es halt so geht. Du lernst die Platzeln kennen, wo du was kriegst im Supermarkt. Und habe mich in der Zeit eigentlich sehr damit beschäftigt, was ich is. Was war schon großartig zu tun im Lockdown, im ersten zum Beispiel. Da sitzt du daheim, ich habe trainiert, wir haben da ein paar Sachen erledigt, ist gemeinsam gelebt, total schön von dem her. Aber Nahrung ist mir dort extrem wichtig geworden. Und dort habe ich auch angefangen, ein paar verschiedene Sachen ausprobieren beim Essen und so. Und bin schon so, ich weiß, ich bin einmal hingegangen zur Verkäuferin, habe ich reingeschaut in die Gefriertruchen dort und gesagt, so, jetzt muss man helfen, was ist da das heimische Händel? Welcher Huhn soll ich da jetzt kaufen? Und die ist echt hergegangen zu mir, hat gesagt, das kannst du gleich mal da nicht schieben und hat hingezeigt und in dem Fall war es ein steirisches Huhn. Dann habe ich gesagt, ja passt, das nehme ich. Dann habe ich mir das gemerkt, wie das ausschaut, weil ich bin keiner, der jetzt bei jedem Stück nachliest. Weil da bin ich 1,5 Stunden im Supermarkt. Jetzt habe ich das habe ich mir einprogrammiert und habe gewusst, das ist das Heimische, das nehme ich. Und habe da echt nachgefragt, weil es mir einfach auch irgendwie ein Bedürfnis war. Ja. Und weil die ganze Kette, die wir da leben, und darum macht jeder einen super Job mit Landschaft leben, ist mir einfach wichtig. Und es wird mir immer wichtiger. Je mehr, dass ich mich damit beschäftige, mit dem Thema. Ja. Ich meine, es ist nicht immer so leicht, dass man es rausfindet. Jetzt hast du Glück gehabt, dass du eine Verkäuferin gefunden hast, die dir das gezeigt hat. Ja. Man muss wahrscheinlich immer wieder mal umdrehen, weil auch, was sich der Rohstoff ab und zu ändert, die Marken bleibt gleich, aber es ändert sich nachher die Herkunft. Ja. Und deshalb ist man eigentlich als Konsument ganz schön gefordert, dass man wirklich die richtigen Entscheidungen trifft. Da muss man wirklich wollen und wir animieren halt, genau. Dass man will. Ihr animiert es, dass man will. Und ich finde, das mit der Kennzeichnung, das gehört noch viel klarer gemacht, wo das her ist. Weil die Menschheit bei uns jetzt, ich denke, vielleicht haben wir 50% unserer Einwohner mittlerweile schon so weit, dass sie sagen, ja,
Und wenn es auch ein paar Cent mehr kostet, ich kaufe heimisch, ich will was für Österreich kaufen. Ich will nicht, dass das Fleisch durch die ganze EU geführt wird. Dort wird es angestempelt, dann führen wir das Fackerl nach dort hin, da wird es dann abgeschlachtet und so, nur dass die Förderungen gehen. Alles ein kompletter Vollwahnsinn. Und von dem her bin ich froh, wenn das kommt, dass das alles noch genauer gekennzeichnet ist und ein quasi Gütesiegel hat, wo ich weiß, das ist jetzt nicht ein paar tausend Kilometer mit dem LKW hergeführt worden, sondern das ist da geschlachtet worden, das hat da gelebt, das ist bei uns aufgewachsen. Ganz wichtig. Mhm. Und von dem her ja, haben wir da eh noch einige Aufgaben. Absolut. Also wir setzen uns sehr für die Herkunftskennzeichnung, auch für durchgängige Herkunftskennzeichnung ein, weil wir halt einfach auch möchten, dass der Mensch wieder frei entscheiden kann. Es ist halt einfach so, wenn du die Grundlage nicht hast, also wenn du es nicht nachlesen kannst, wo es her ist, kann ich nicht entscheiden, ob ich das jetzt ist oder nicht. Und das passiert natürlich sehr oft auch im Gasthaus. Also vor Corona haben wir eigentlich 50% der Menschen außer Haus gegessen. Und es ist oft so, dass man da natürlich, da ist so, dass man gar nicht weiß, wo es herkommt. Wahnsinn. Wo man nachfragt, dann kann man natürlich auf Vertrauen gehen. Ich frage sehr oft nach, oder ich frage quasi immer nach, muss ich sagen. Und ich merke schon an der Antwort der Könnerin oder sowas, ist das jetzt 100%ig gelungen, ist vielleicht gelungen oder ist die Wahrheit? Und so entscheide ich halt nachher. Dass man Gefühle entwickelt nachher. Ja, und da darf mich interessieren, hast du schon mal nachgefragt im Gasthaus, wo jetzt das Fleisch herkommt, nachdem du gern Fleisch isst? Zum Beispiel. Ja, schon. Weil ich habe schon oft einmal nachgefragt. Ich bin ja oft auch der sagt, bevor dass ich mir die Speisekarten überhaupt anschaue, sage ich, was ist gerade so frisch? Wenn heute in den Herbst reingeht und Wildwochen sind, dann frage ich halt, was für Wild das gerade geliefert gekriegt haben. Ich brauche halt auch nicht immer alles auf der Speisekarte. Da bin ich auch so einer. Mir ist lieber, dass das gerade, was auf der Speisekarte ist, einfach voll aktuell ist. Wenn wir jetzt gerade Wildwochen haben, dann haben wir das, dann wäre ich ja wild essen. So bin ich. Und da frage ich nachher schon oft einmal oder so, okay. Es kommt darauf an, wo ich hingehe. Bei uns da gibt es gewisse Gasthäuser, wo ich einfach weiß, die kaufen daheim ein oder so gut wie, was halt geht, was möglich ist, wo einfach das Essen immer gut ist und die Qualität passt. Aber ich frage da oft einmal nach, ja, was darfst du mir empfehlen, was hast du gerade so? Und der sagt, ja, du, gerade ein Rindfleisch verarbeitet und hin und her, dann sage ich, ja, gib mir irgendwie von dem was. Und ich bin ja da so gewisse so Spezialitäten von Ochs, irgendwie was Fettiges oft dazu und so, das schmeckt mir wahnsinnig gut. Und da muss ich sagen, bin ich froh, wenn es schon auf der Speisekarte oft dazu steht, dabei steht, ja, Almochs von dort und da. Dann ist das für mich schon mal ein gutes Gefühl, dann denke ich mir, so lernen kann der gar nicht, dass das nicht von uns ist. Aber das ist eh so ein Thema, wo ich mir oft denke, die Weinbauern haben da eigentlich bei einem größten Crash, nämlich damals den Glykolskandal, was wir erlebt haben, da waren wir noch relativ jung, aber das weiß ich noch, das war ein Riesenskandal und nachher ist alles brach gelegen und seitdem sind die einfach nur noch gut geworden, kann man sagen. Ich trinke jetzt nicht wahnsinnig viel Wein, aber der österreichische Wein ist ja mittlerweile weltweit wirklich bekannt und gut. Die haben es geschafft eigentlich, dass das was wert ist. Dass die haben es mit Qualität und nicht mit Quantität geschafft. Und das ist schon bemerkenswert. Und da ist vielleicht, da sind die Winzer vielleicht ein Vorbild in gewisser Weise für andere Fleischproduzenten oder alles Mögliche, was wir so herstellen, dass eigentlich nicht nur immer auf die Menge schaust, auf die Masse schaust, sondern auf die Qualität schaust und schaust, dass du wirklich ein gutes Geld für das kriegst. Weil der österreichische Wein, ich weiß nicht, im Vergleich international, aber das kostet schon was. Ja, und vor allem sind wir international mittlerweile schon ganz schön gehoben. Eine Nummer. Ja, das haben wir eine Nummer. Ja, aber es hat einen Sinn und die Leute zahlen es. Ja, das ist, ab und zu muss man, glaube ich, voll am Boden liegen, dass man einfach wieder aufstehen kann und dann steht man aber ganz anders auf. Vielleicht neu ordnen noch einmal irgendwo. Genau. Weil wenn ich jetzt höre, dass der für das beste Rindfleisch kein Geld kriegt, dann denke ich mir, da ist irgendwo der Haken da, dann müssen wir da anders ansetzen. Weil eigentlich ist es der Bauer, der mir das in der Hand haben sollte oder muss, was er zahlt kriegt für sein Fleisch, wenn er besser herstellt wie andere. Und ich glaube, das Bewusstsein der Menschheit wird immer mehr und mehr auf Qualität hin, hoffe ich. Wir leben in einem reichen Land, wir können es uns zum Teil leisten. Und 20-30% der Bevölkerung wird es immer geben, die einfach schauen, das Billigste nehme ich und fertig. Das ist vielleicht auch nicht anders können, kann auch sein. Aber die anderen müssen wir abholen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, St. Moritz, WM 2017, Österreichhaus. Da kannst du dich sicher erinnern, du warst da, glaube ich, als Co-Kommentator wahrscheinlich dabei.
Ich war als Co-Kommentator bei der Ski-WM dabei. Ich war nur einmal im Österreichhaus. Genau, und da muss vielleicht ein bisschen herholen für alle, die was jetzt nicht das so mitgekommen. Also in der Schweiz ist das so, dass man die Herkunftskennzeichnung eigentlich im Gasthaus hat. Das heißt, für Hauptzutaten, Fleisch und so weiter, muss dort stehen, woher das kommt. Und dann war es im Österreichhaus so, dass Seefelder Wildragout gegeben hat, das dann von Ungarn war, und der Innsbrucker Kartoffelkrestel, was von Deutschland war. Das ist dann dort gestanden natürlich. Dann ist man das erste Mal als Österreicher auch irgendwie konfrontiert gewesen, durch das, dass das durch die Medien gegangen ist, dass man gesehen hat, aha, wenn es jetzt ein Seefelder Wildragout ist, heißt das nicht, dass es Seefeld ist, oder wenn es ein Innsbrucker Krestl ist, heißt es nicht, dass das jetzt Tiroler Kartoffeln sind, sondern das heißt dann einfach nur die Bezeichnung quasi dessen, wie es zubereitet ist, aber es sagt nichts über die Herkunft aus. Ja, das ist schlimm. Das war natürlich so, dass man da das erste Mal darüber nachgedacht hat. Wie hast du das wahrgenommen dort mal? War das ein Aufschrei oder hast du das gar nicht so? Ich habe das eigentlich nicht mitgekriegt, ganz ehrlich. Mhm. Nur wenn ich das jetzt höre, dann sage ich, diese Art von Verarschung sollte es nicht mehr geben. Vor allem, wenn wir Österreich uns irgendwo präsentieren. Und der Skisport ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass wir unsere Visitenkarten in der Welt abgeben. Ski-WM, Schladming. Egal wo wir sind, Tirolberg, Österreich, Haus, das ist immer so der Platz, wo ich merke, auch die internationalen Gäste ziehen voll Herz an uns. Das ist ja ein Traum. Mhm. Super, die wollen da dabei sein. Da haben wir was geschaffen. Und darum denke ich mir, genau an so einem Platzl musst wirklich drauf schauen, dass das Kreisel, was das ist, dass die Erdäpfel da von uns kommen oder das Fleisch von uns kommt, genau bei sowas. Und ich glaube, der ganze Schmäh dahinter, wie man einfach weiß, was dort abbrennt in der ganzen Lebensmittelindustrie oft einmal und so, der muss ein Ende finden. Das muss sich ändern. Das muss einfach ehrlicher werden. Weil, Maria, du hast mir gerade vorher gesagt, da war ich fast ein bisschen schockiert, eine Tonne Lebensmittel stopfen meine im Jahr, geht da durch. Und darum denke ich mir, wahnsinnig wichtig, was wir da reinstopfen. Und darum, da geht es um die Gesundheit. Absolut. Da darf nicht gelogen werden. Das ist, natürlich kommt jetzt, was ich nur auf einer Seite, dass man sagt, die müssen die Wahrheit sagen oder die müssen schauen, wer immer die sind, die Lebensmittelindustrie, die Politik, wer immer. Ja. Man gibt das ganz gern ab und sagt einfach, die müssen eigentlich schauen, dass wir das Richtige am Teller kriegen, die müssen eigentlich schauen, dass wir nur gesunde Sachen kaufen können und so weiter. Ja, genau. Aber was ich jetzt sage, ist ganz klar. Die Gier. Die Gier in der Welt. Das ist einfach die Gier von noch mehr verdienen und noch schlauer das alles machen mit Abstempeln dort und durch die Gegend führen. Die Moral oft einmal in gewissen Bereichen, in gewissen Firmen, die lässt zu wünschen übrig. Einfach, wo du denkst, da packe ich ein paar zusammen und tricksen eigentlich. Ja, das ist schon aber gestört. Wir können halt auch mitentscheiden. Was denn, wir können sagen, wir nehmen es dann halt einfach nicht, wozu ist. Also einfach nicht mehr so blind die Dinge. Und darum müssen wir das immer mehr und mehr aufzeigen. Mhm. Und dann wird das schon seinen Weg finden, dass da wirklich ein paar, die da herumtricksen, dass man die voll aufdeckt. Ja. Es ist einfach so, dass Chance mehr haben da einfach. Das war's. Und das hätten wir irgendwie in der Hand, weil wie gesagt, mit jedem Griff ins Regal geben wir einen Produktionsauftrag. Und wo wir den hingeben, das haben eigentlich wir in der Hand, nur immer. Genau. Also da können wir es eigentlich ein bisschen enthebeln. Darum unterstütze ich euch mit Landschaft Leben, dass ihr einfach da dahinter seid und dran bleibt. Und das immer ein Thema ist, gleich wie der Klimawandel ein Thema ist. Eigentlich so stark wie noch nie. Das hat vor 10 Jahren ungefähr angefangen. Und das gehört schon dazu. Ich bin zwar nicht mit allen einverstanden, was da so geredet wird, oft einmal mit so dahergehenden Experten, oft einmal, wo ich mir denke, es gibt unfassbar viele Experten, nicht nur jetzt im Thema Corona, sondern auch im Klimawandel. Aber ein gewisses Ding dahinter wird schon stimmen. Und darum denke ich mir, wir müssen ganz schön am Ball bleiben. Ja. Yeah. Dass wir gesund weiterleben. Ja, yeah. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Kreislaufdenken, wo sicher dem Klima auch voll hilfreich ist in der Thematik. Ja. Weil man, ich glaube, wenn man im Ausgleich ist, dann kann aber nicht irgendwas schief gehen. Und ich denke mir, gerade jetzt, was jetzt Lebensmittelproduktion betrifft und so weiter, wo man sich die österreichische
Produktion eigentlich anschaut, wie wir produzieren, mit was wir wie umgehen, dann sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Wir sind natürlich, kann man sich verbessern, aber wir haben eigentlich eine ganz gute Kulturlandschaft, die was wir jetzt auch touristisch nutzen, was wir jetzt ja im Lockdown auch sehen, wie unglaublich wichtig für uns das eigentlich ist, gerade im ländlichen Raum. Also unsere Infrastruktur, wir überlegen jetzt gerade, sperren wir die Lift auf, ja oder nein, für die Einheimischen. Das heißt eigentlich, wir haben die Infrastruktur einfach nur deshalb und auch die Arbeitsplätze natürlich, weil wir einen Tourismus haben, wir Kulturlandschaft haben und weil wir einfach auch die bäuerliche Produktion in Österreich haben. Wir produzieren natürlich anders, wir sind nicht wettbewerbsfähig jetzt mit der Welt wahrscheinlich, aber wir erhalten eigentlich diesen Kreislauf dessen, was wir. Und um das geht es mir auch. Zuerst schöpfe ich mal alles ab, was ich in Österreich selber produziere. Da braucht nichts ins Ausland gehen, meiner Meinung nach. Außer es ist irgendwo zu viel, natürlich, dann sollen wir es verkaufen. Und faire Preise und alles das, was es gibt. Aber man hat eh gesehen, dass je größer das wird, umso mehr Kampf ist worden auf dem preislichen am Markt. Und darum, das Regionale, das hat schon seinen Sinn, habe ich das Gefühl. Und die Leute stehen drauf. Vor allem die Leute, die da zu uns herfahren auf Urlaub, die Skisport ist leider Luxussport geworden. Das ist kein Thema, das kostet Geld. Aber ich glaube, dass das auch eine Leitschicht ist, die definitiv, wenn der am Abend sein Fleischerl isst, will der wissen, wo das her ist. Und der entscheidet sich für das Heimische. Genau, also das ist auch eigentlich durchgängig nachher. Also man konsumiert die Natur dort, wo man hinfährt, also da gefällt es einem ja, sonst so fährt man ja nicht nach Österreich, auf die Berge. Also sie sagen, ich merke das immer wieder, wenn es mit irgendwem im Lift sitzt, sie sagen einfach, wow, Wahnsinn, du lebst da, wo das Paradies ist, wo ich auf Urlaub hinfahre. Und genauso ist es natürlich, möchten sie das am Teller einfach wiederfinden. Das ist die Urlaubsstimmung, das Positive dazu. Bei uns ist es Schnitzel-Kaiserschmarrn, wie man so hart sagt oft einmal. Und das ist was Gutes, wenn man heute Skifahren geht. Das ist ein Traum. Und wenn wir Urlaub fahren, wenn ich irgendwo am Meer bin, dann will ich auch denen erleben, irgendwie gespüren und sehen. Und auch was das Essen, was das am Teller betrifft. Da will ich nicht jetzt mein Schnitzel haben dort im Urlaub. Das brauche ich nicht. Da passe ich mich einfach dem Land an, wo ich gerade bin. Genau. Und genieße das. Genau. Dein Bub ist ja, also der ist jetzt nicht ambitioniert, dass er Skifahrer wird, sondern der hat andere Interessen. Wo gingen die hin? Das hast du schon ein bisschen erzählt. Voll spannend. Ja, das ist schon echt gut. Meine Frau stammt vom Bauernhof ab, da in Schladming. Und natürlich sind wir immer sehr bäuerlich aufgewachsen, was das betrifft. Ich selber am Fastenberg oben auch. Und der Bub will Bauer werden. Also der geht in Raumberg, zweite Klasse jetzt in die Schule, landwirtschaftliche Fachhochschule, und lernt wahnsinnig viel von Sauerstechen bis zum Verarbeiten, einfach alles. Und das taugt mir. Ansonsten aber schulische Bildung dort auch ganz gewaltig. Und den hat von klein auf einfach das rund um den Bauernhof unglaublich interessiert. Der war nicht zum Weghalten in der Nachbarschaft, ist eben sein Cousin, was den Bauernhof schon führt. Wenn der mit dem Traktor vorbeigefahren ist, dann war er zusammengekramt, dann haben wir gewusst, wo der sitzt den ganzen Tag. Yeah. Und so hat das angefangen und mittlerweile dann selber oft einmal Joghurt machen, Käse machen mit der Milch und sich da voll damit beschäftigen, und ich bin da unglaublich stolz drauf. Er hat sein Ziel, wie sie beim Skifahren früher gehabt hat oder die Tochter Nella beim Skifahren hat er sein Ziel, dass er das alles bestmöglich macht. Rundum ums Arbeiten da und Milchverarbeiten. Und das ist für mich faszinierend. Und ich glaube, dass das für uns extrem wichtig ist, dass wir junge Leute haben, die so denken. Das ist unsere Zukunft im Grunde. Und darum, man darf nicht alle nur schimpfen über die Jungen. Es gibt Gott sei Dank viele, die richtig anpacken. Und einer davon ist der Leo, und das taugt mir da, bin ich echt stolz drauf. Ja, der lernt das jetzt so richtig kennen, weil nicht jeder hat die Gelegenheit dazu, dass er da wirklich auch reinkommt. Genau. Deshalb gibt es Landschaft Leben auch unter anderem. Mhm. Wir zeigen halt auch her, wie in Österreich Lebensmittel produziert werden, was dass man einfach wieder auch sieht, wie zum Beispiel du jetzt gesagt hast, wie eine Sau abgestochen wird, wie das in Österreich gemacht wird, ob das jetzt mit einem Bolzenschuss oder was auch immer, sich die Sachen zeigen wir auch einfach wieder auf unserer Webseite her, dass man einfach wieder einen Bezug quasi kriegt. Das ist ja alles nicht geschützt, das müssen sie wissen. Und vielleicht schafft die Generation das auch, dass die Städter ein bisschen mehr Gefühl dafür entwickeln, wie am Land. Wir sind ja am Land aufgewachsen, für uns ist das normal, da geht die Kuh vorbei, die wird gemolken und dort sind die Schwendeln. Ja, irgendwann wird einmal ein Händel oder ein Schwendel abgestochen und dann geht es dahin, du hast das auf dem Tisch. Und mein Bruder zum Beispiel hat sich eben vor Jahren schon, das war sein ganz großer Wunsch, einen Hähnerstall, einen eigenen. Und jetzt haben wir halt einen eigenen Hähnerstall gebaut, wo er dann richtig daheim Bauer sein kann. Und wir haben es nie bereut. Also so im Schnitt zwischen 12 und 15 Hähner herum.
und alle gescheit früher dann ausmisten. Aber die frischen Eier sind mit sonst nichts zum Vergleichen. Und das hat er halt schon mit Leidenschaft betrieben und eine gewisse Verantwortung dort aufgebaut. Und war ein Traum, wenn das in Schulen, vielleicht sogar auch in Volksschulen, einmal ein bisschen ein Gegenstand ist, dass man weiß, wo kommt das Essen eigentlich her? Es gibt Kinder da in Wien wahrscheinlich, die haben noch nie eine Kuh gesehen. Und darum ist es wichtig, dass man die Städte auch an dieses Thema ein bisschen heranholt. Auf unserer Webseite findet man ganz viele Sachen für Pädagogen aufbereitet. Mhm. Infografiken zu verschiedensten Themen oder eben Videos, was man im Unterricht auch gut verwenden kann. Und wir merken auch immer mehr, dass Pädagogen immer mehr und mehr daran interessiert sind, dass sie einfach das in ihren Unterricht integrieren. Und wir bleiben auch da dran und machen da eigentlich auch weiter. Das ist ein Traum für euch, weil genau da in frühen Jahren fängt das an. Wenn ich es dort nicht gelernt habe, aber nicht ungefähr, dann wird mich das ganze Leben wahrscheinlich nie so groß interessieren. Und wenn ein bisschen Bewusstsein, Tierhaltung, Nahrung und so, dort ein bisschen ein Unterrichtsgegenstand ist, ist ja voll schön, dann haben wir da ein leichtes Sein in den nächsten Jahren. Ja, also wir zeigen eben her, wie Lebensmittel hergestellt werden und haben auch ein verarbeitetes Lebensmittel, nämlich auch schon veröffentlicht letztes Jahr. Das wird dir nicht so unbekannt sein. Besteht aus Getreide, Gerste und Hopfen. Sehr gut. Schön Schaum oben, oder? Ja, genau. Das findet man auch auf unserer Webseite. Mhm. Wir haben uns auch einfach wirklich einmal gedacht, dass keiner darüber nachdenkt, also wo es eigentlich, also man denkt da nicht an einen Acker, wo man ans Bier denkt. Ja, genau. Und da kommt es aber her und das zeigen wir auch. Und ist ganz ein spannendes Lebensmittel natürlich, also Bier auch als... Ja, Bier ist uralt, rein von dem her, Wahnsinn. Genau, und auch als Elektrolytgetränk, als Sportler, also so alkoholfreie Weizen zum Beispiel. Ja. Beim Skifahren oder beim Radlfahren, wenn man raufkommt irgendwo oder beim Wandern, Traum. Ich bin leidenschaftlicher Biertrinker, nicht nur, dass ich seit 1998, also seit 22 Jahren, Werbetestimonial für Gösserbier bin, ich lebe es auch, muss ich sagen. Also und... Wenn man mal in der Brauerei war dort und einmal genau mitkriegt, wie das abläuft, und dann muss ich sagen, ist das so eine erdige Geschichte hinter die. Die Braumeister, ich verehre sie, die sind hochintelligent, die müssen wirklich was drauf haben. Und bin heuer letzten Sommer eben mit dem Motorrad einmal zur Hopfenernte nach Leutschach gefahren und haben mir das einmal angeschaut. Ich bin da stehen geblieben, das ist unfassbar schön, diese hohen Dinger, und so bin da gestanden und haben mir das einmal angeschaut. Weil ich glaube, in Leutschach, das geht direkt zur Brauerei, und das weiß ich, also zu 100%. Und das ist schon faszinierend, wie das so also abläuft, damit, wie du vorher gesagt hast, einfach das Bier nachher einmal da steht, gell, dass man das da hat, aber dass das da auf die Ecke und überall ganz schön viel Arbeit dahinter. Ja. Also wenn euch das interessiert, Hopfen schaut voll schön aus, also wo man Hopfen pflückt, das ist einfach echt... Ja, es ist ganz was Interessantes, ist gut. Habe ich nicht kennt, muss ich zugeben. Ja, kann man sich... auf unsere Webseiten anschauen, wenn es nicht die Gelegenheit habt, dass nach Leutschach kommt, dann kennst du das gerne da. Ja, also ich bin voll froh, dass du zu uns den Weg gefunden hast und einmal daher gekommen bist. Sowieso. Ich habe mir auch nochmal, ist mir was eingefallen, was ich ja voll schön mit dir assoziiere. Du hast einmal bei einem Interview gesagt, du bist das sechste, also das letzte Kind, das jüngste quasi. Und hast eigentlich auch immer die Sachen von deinen Geschwistern auftragen, vom Gewand her und so. Und das war aber für dich immer so, dass wenn ein Bruder einen neuen Pullover oder anderen gekriegt hat, dass du nachher gesagt hast, yes, taugt mir voll, weil in zwei Jahren ist er meiner. Genau. Ja, so ungefähr war es, ja, weißt du, bei sechs Kindern. Und in der Mitte drin war Elfriede, meine Schwester. Und sonst alles Burm, und ich weiß noch, wenn mein Bruder irgendwas Lässiges Neues gekriegt hat, habe ich mir gedacht, spitze, geil, in zwei Jahren gehört das mir. Das war einfach so mit Erwachsenen allen, und man hat weitergegeben. Und das war aber völlig normal. Und ich sage, wir sind schon recht einfach aufgewachsen am Fastenberg oben. Mutter Hausfrau, Vater war Liftwart im Sommer, oder auf Baustellen gearbeitet, also bei einer Baufirma. Beinhart habe ich richtig reinhalten müssen. Da hat es nicht viel gespielt, was das betrifft, aber uns hat nichts gefällt. Wir waren echt wahnsinnig glücklich. Und vor allem eins, es waren immer die Eltern da. Und wo ist das heute schon so geschaffen? Also bei der stressigen Gesellschaft, was ist. Und das ist schon was uns, glaube ich, allen wahnsinnig geholfen hat in der Entwicklung, in der eigenen. Und die Geschichte, ja, mit wo er einen Anorak gekriegt hat, habe ich gewusst, in zwei Jahren kassiere ich den ein.
Genau, das hat mir so gut gefallen, weil, ja, weil das kann man natürlich auch anders sehen. Ich war jetzt nicht immer begeistert, wo ich als 40 Kind alles auftragen habe müssen von meinen Geschwistern. Ja. Und du hast das einfach, genauso wie glaube ich dein Naturell einfach ist, du siehst das positiv, du hast das Glasl einfach halb voll gesehen, immer. Ich sehe es immer halb voll, Genau. Ich bin heute noch so, dass ich so meine alten Sachen, oft habe ich es auch nur ein paar Mal an, den ganzen Winter Skibekleidung und so, ich das verteile unter meine Spätzle oder unter meine Bekannten, Verwandten und so. Ich bin einfach froh, wenn das nachtragen wird. Ich denke mir, das kann ich nicht jetzt wegschmeißen. Geht nicht. Ja, vielleicht ist es auch so, dass wir eher bewusster konsumiert haben, eigentlich, wenn wir weniger zur Verfügung gehabt haben, weniger finanzielle Mittel. Das war bei uns auch so. Du hast einfach, wenn du was gekauft hast, nachher wirklich ganz genau nachgedacht. Brauchst du das jetzt? Welche Qualität kaufst du und so weiter? Das tut man jetzt oft nicht mehr, weil man sehr viel Wegwerfartikel konsumiert. Es gibt so, ich sage immer, die Fetzentandler, die werden ja immer mehr so das ganze billige Zeug von weiß Gott woher, T-Shirts um 5 Euro irgendwas, ich kann Wert, ziehst 3 Millionen, dann hängt es geschlampert davon, wie man so schön sagt bei uns. Und da denke ich mir oft, ist das nötig? Und das ist ja eh, glaube ich, schön, je älter das man wird, da merke ich schon, jetzt bin ich 49, und je älter das man wird, umso weniger brauchst du den ganzen Schmarrn. Da kaufe ich mir lieber einmal einen gescheiten Pullover und den habe ich aber nachher lang. Genau. Wie das ganze billigste Angebot, es ist fein, dass es gibt für gewisse Schichten, überhaupt kein Thema. Wenn ich heute sparen muss, dann hat das vielleicht seinen Sinn, aber ich glaube gar nicht einmal, weil da kaufe ich mir halt nachher statt 3 Leibe in 1, aber das dafür gescheit. Genau, das war eigentlich. Ich bin halt ein bisschen so von der Einstellung. Altmodisch oder was, keine Ahnung. Altmodisch, aber ich glaube, das ist mittlerweile schon wieder. Einfach, also ich zähle da vorher auf die nächste Generation, du hast zuerst gesagt, immer die nächste Generation, die machen es gar nicht so schlecht und ich finde, sie machen es eigentlich ganz gut, sie wollen es einfach richtig machen, man merkt einfach, dass da schon ein bisschen mehr wieder die Sicht auf das kommt, dass man bewusster einfach konsumieren möchte und ich glaube, das ist eigentlich das ganz, ganz Wichtigste für uns in der Zukunft, dass wir einfach bewusst konsumieren, unseren Werten entsprechend konsumieren und nachher eigentlich gestalten. Ja, dann ist alles voll okay und dass wir in alle Richtungen besser werden müssen, ist mir eigentlich völlig klar. Die Automobilindustrie probiert es mit Elektroantrieb und einfach alternative Antriebe, dass man von den fossilen Brennstoffen wegkommt. Völlig logisch, völlig ein klarer Weg, dass man es probiert und schaut und entwickelt. Geht halt nicht von heute auf morgen, aber wir haben vor 13, 14 Jahren Haus gebaut. Da war mir auch wichtig, dass ich nicht eine Ölheizung einbaue, sondern eine Erdwärmebohrung macht, kostet mir am Anfang ein bisschen mehr. War eine Wahnsinnsinvestition eigentlich in die Zukunft. Kostet am Anfang mehr, aber eigentlich jetzt nach 10 Jahren fängt es an, dass du sagst, das hat richtig Sinn gehabt und gemacht. Genau, und das so war es eigentlich Leben lang. Ja, logisch. Und so soll halt, wenn es möglich ist, jeder denken. Und gerade im landwirtschaftlichen Bereich ist es auch so, dass man genauso denken soll, eigentlich, wie können wir eigentlich nachhaltig produzieren, den Standard angepasst und trotzdem eben unseren Lebensraum so, wie er ist, erhalten. Und jetzt muss ich noch eins sagen, weil es so viel Fleisch ist, muss ich jetzt ganz kurz noch sagen, empfohlen werden 2 bis 3 Portionen in der Woche und eine Portion ist eine Handvoll, weil wenn wir jetzt so rausgehen, nachher glaube ich essen alle 7 Tage die Woche Fleisch, wo unser Hans Knaus Fan sind, darum wollte ich das noch kurz nachschießen. Nein, das stimmt, ja. Ich probiere es ja, mittlerweile esse ich nur noch 2-mal am Tag Fleisch, also ich lasse den Schinken in der Früh weg. 2-mal am Tag? Nein, Blödsinn. Also ich wiederhole es jetzt nochmal ganz kurz. 2 bis 3 Mal die Woche. Danke. Portion, das ist eine Handvoll. Nein, ich habe echt auch angefangen, dass ich schaue, dass ich mich anderwertig auch immer ernähre, nicht nur jeden Tag Fleisch. Und am Anfang ist es ein bisschen eine Herausforderung. Und merke aber, wenn meine Frau kocht, die Kinder oder vor allem der Bub, der braucht einfach sein Fleisch. Schaut es aus, im Wachstum und so. Und ich muss eigentlich auch nicht mehr jeden Tag haben, Gott sei Dank. Und Pasta esse ich schon gern, Nudelpartie und so, da bin ich schon auch daheim, Gott sei Dank. Je nachdem, was ich trainiere, wenn ich jetzt richtig hartes Krafttraining mache, taugt mir ab und zu noch, dann will ich mein Fleisch nachher haben. Und das muss ich mir schon ein bisschen einteilen, der Woche über. Ja, gell? Da sind wir wieder bei dem, im Endeffekt, so wie man sich bewegt. Soll man das Essen ein bisschen abstimmen und nachher kann man eigentlich seinen Körper modellieren. Weil die Holzknechte früher, die haben halt einen Butter reingehauen ins Mus, auch Fetten dazu, dass alles nur so geschwommen ist, sind auch nicht dick gewesen. Die haben es verarbeitet, die haben es gebraucht.
war total eine einfache Kost, sowas mag ich heute noch gerne, irgendein Mus, wenn man so schön sagt bei uns. Das kennt man nicht in ganz Österreich, witzigerweise. Und bei uns haben das die Holzknechte, mein Vater war einer davon, der ist viel ins Holz gegangen. Und wenn wir so Buben waren und mitgegangen sind, dann hat es die Pfanne da gegeben und hat eine Mus gemacht. Mhm. Aber das war lecker, das war ein Traum. Es ist in der Fetten geschwommen. Und ich habe mir gedacht, boah, wie kann man so viel Fetten dann noch drüber laden? Mhm. Aber die war nicht dick, das ist einfach, das hat man verbrennt bei der Arbeit. Und ein Mus ist ja ganz ein einfaches Gericht eigentlich. Das ist so Mehl, gut. Wasser, Salz so und Butter. Und darum, die Einfachheit, die hat schon auch was. Ja, auf jeden Fall. Ja. Voll schön, dass du da warst. Ich glaube, man hat einen vollen schönen Einblick in dich, in deine Person nochmal gekriegt. Dankeschön. Vielleicht einmal aus einer Lebensmittelperspektive. Dankeschön, dass du da warst. Ja, danke schön, die Einladung. War voll nett bei dir, Maria. Und ja, bitte, Landschaft, Leben, bleibt einfach dran. Wir werden die Welt in eine bessere Richtung bringen, was das Ganze betrifft. Bin stolz auf euch. Macht so weiter. Dankeschön. Dankeschön. Das ist voll lieb. Schön, dass du warst. Pfiat dich. Und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. So. Yeah. Yes, sir.